Shalom Aleichem, guten Abend. Wir lernen heute Halacha über Mitzvah Lesameach Chatan Vekala. In Brachot, Paragraf 6, Mitzvah Gdola, seine große Mitzvah, zu erfreuen Chatan und Kala, also Bräutigam und Braut. Jetzt, wir leben in einer komischen Welt. Menschen denken, wenn die sind eingeladen zu einer Hochzeit, das Ehepaar oder die Familie muss denen alles vorbereiten. Bar, Essen, Tanzen, Location. Nein, es geht andersrum. Die Gäste, die kommen, die haben die Mitzwe zu erfreuen, nicht andersrum. Die Welt hat sich so gedreht, dass die Familie macht sich die ganze Zeit Gedanken, wie soll man, klar, die Familie will so schön sein. Aber die Mitzvah liegt an uns, an die Besucher, an die Gäste. Insbesondere, wenn die Chatan und Kala sind arm oder sie haben keine Familie oder weise Kind oder weise Mädel. In diese Mitzvah, in diese Hochzeit, in diese Chatuna, die Mitzvah ist doppelt zu singen, tanzen und erfreuen dem anderen und geben auch eine Matana, ein Geschenk. Jetzt, was heißt arm? Arm ist nicht nur Geld. Es gibt Leute, die sind arm mit Freunden. Es gibt Leute, die arm mit guten Menschen, die gute Laune bringen. Steht geschrieben, wenn einer kommt zu einer Hochzeit und genießt davon und er bringt nicht Simcha durch seine Anwesenheit. Also er sitzt passiv und er denkt, sollen alle mir animieren. Nein, steht geschrieben, wenn einer kommt zu einer Simcha, zu einer Hochzeit und tanzt nicht und gibt keine Matana, und schmeichelt nicht, Mazal Tov und grüßt, macht 5 Fehler. Weil es steht geschrieben, Kol Sason, Kol Simcha, Kol Chatan, Kol Kala, Kol Omrim, Hoidu Tashem Tzvakot. Also, es gibt 5 Stimmen. Wenn einer aber nicht erfreut, faul zu tanzen, oder faul gut launig zu sein, oder schenkt nicht die Chatan und Kala, gute Komplimente, dann ist nicht gut. In die alten Zeiten war es so, dass wenn jemand hat gemacht eine Hochzeit, hat er eingeladen dem Dorf, die Gäste, und er hat gemacht auch einen Tisch, mindestens 10 arme Leute sollen essen. Das hat man genannt Seudat Aniim. Heute, das machen wir auch bei der Hochzeit von unseren Kindern, wenn ein Kind heiratet, Mazel Tov, Gott sei Dank, großer Grund zu danken bei Hashem, um zu sparen böse Auge von dem anderen und um was Gutes zu tun und Masel zu bringen an das Ehepaar, soll man einrufen zu einer Küche, wo es gibt arme Leute Essen und soll man denen geben, für 10 Leute zu essen, wie viel kostet eine Portion? 130 Shekel. Das ist mal 30 Euro pro Person. 300 Euro hast du gegeben zu diesen Küche, Koel El Chabad, Yerushalayim, Beis HaTavshil, Essen. Wenn jemand braucht Kontakt, soll er bei mir melden, kein Problem. Gibst du deine Tzedaka? Und an dem Tag steht geschrieben, Hayom HaSeuda, heute die Hochzeit, dem heutigen Mahlzeit, ist gewidmet, geschenkt für Chaim und Beli Bloy. Wegen ihrer Hochzeit oder wegen ihrem Geburt von dem Kind. Und das macht man auch bei Simches, jetzt. Jetzt kommt eine wichtige Sache. Ich will das sagen edel, aber das ist ein Halacha. Es ist verboten, zu übertreiben mit Schulden wegen Hochzeit. Die Erfahrung zeigt, dass viele ausgeben bei einer großen Hochzeit, bringt Leiden zu den Älteren, Leiden zu das Ehepaar und manchmal das Bezahlen von der Hochzeit dauert noch jahrelang auf den Kosten von dem Älteren oder das Ehepaar und es ist gegen Schlombait, gegen Ruhe und was hast du davon? Jetzt, was ist übertreiben? Übertreiben ist zu kaufen Sachen, die nicht normal sind, also Portionen, die riesig teuer sind, bringen von irgendwo extra Kaviar, bringen teure Champagnes, verteilen die Leute Zigarres,
bringen ein Band anstatt 6, 7, 20 Leute sollen spielen. Soll man bringen einen Sänger, der kostet? Sowieso denke ich nicht, dass eine Hochzeit ist ein Ort zu bringen, ein großes Entertainment, zu singen, ein weltberühmter. Nein, man braucht einen guten Band, Musik, soll man tanzen und soll man Freude haben und soll man freilich sein. Deshalb, ich würde sagen, kemin hage makom oder nicht Augen anreißen, anreizen, soll sein schön. Und jeder, der kommt zu einer Hochzeit, soll er bringen Matana. Soll er bringen für das Ehepaar ein Geschenk. Früher, bei unserer Hochzeit, hat man noch gegeben verschiedene Haushaltsachen. Sifoluk, Soda, Töpfe, Radiator, Bügeleisen und so weiter. Heute niemand bringt Bügeleisen, man bringt Check oder Geld. Und das ist sehr wichtig für das Ehepaar. Wie viel Geld? Gibt einen Unterschied, ob das ist Mishpoche oder Fremde und wie viel du hast? Im Großen und Ganzen in der jüdischen Welt heute bringt man ungefähr den Kosten von der Portion. Plus mehr. Wenn das ist Familie, natürlich gibt man auch mehr, wie man kann. Nicht vergessen, geben an Chatan und Kala ein Geschenk, rechnet man als Tzedaka. Also wenn eine verdient 2000 Euro und er muss geben 200 Euro und er hat eine Hochzeit vom Bruder und er gibt dem 200 Euro. Sehr schön, ist ein großzügiger Matana von seinem Gehalt. Und das rechnet er das als Tzedaka. Und es ist verboten zu heiraten eine Frau, weil sie Geld hat. Warum? Weil davon wird nicht was Gutes kommen. Wenn sie hat Geld, Baruch Hashem, Todah Rabah, Lamalo. Warum nicht? Aber schon deswegen ist nicht gut. Mazel Tov und soll sein Halachot Smechot. Freilachen Halachot. Shkoyach.